Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex. Wie immer hier, willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video und ich werde euch heute mal zeigen, was denn die beliebtesten Legenden hier in diesem Spiel sind. Also, ja, wahrscheinlich sogar die besten Legenden dann von der Reihenfolge her. Ich wollte das Ganze so ähnlich machen wie bei den Call of Duty Karten, wie ich es da gemacht habe. Und ja, passend dazu gab es ja das Twitch Rivals Event auf Twitch natürlich. Und dort gab es auch eine Abstimmung, was die Leute so spielen. Und dort kann ich perfekt natürlich die Daten dann rausnehmen. Und wir haben jetzt hier ein kleines Ranking zusammengestellt. Ich sage dazu noch ein bisschen was zu den einzelnen Legenden, wie gerne ich sie spiele, wo sie einsetzbar sind und so weiter und so fort. Damit ihr auch ein bisschen was natürlich daraus lernt. Denn ihr dürft niemals auslernen. Und geht alle zur Schule, ganz wichtig. Wie eben schon gesagt, die ganzen Daten sind aus dem Twitch Rivals Event passend dazu. Ich streame auch öfters auf Twitch, twitch.tv/ahrensburgalex. Dort könnt ihr gerne vorbeischauen, dort mache ich auch ab und an mal ein paar Viewer-Games. Und bevor wir jetzt aber zum Ranking kommen, schreibt mir gerne eure Top 3 Legenden mal in die Kommentare rein. Beim letzten Mal lief das ja auch schon sehr, sehr gut. Und jetzt geht's mal ab mit Platz Nummer 8. Aus knapp 7000 Stimmen habe ich jetzt eine komplette Rangliste, was die beliebtesten Legenden sind. Und auf dem 8. Platz mit gerade mal 3% von 244 Stimmen ist Caustic. Das ist einer der Legenden, die nicht von Anfang an freigeschaltet sind. Die könnt ihr euch theoretisch auf Level 23 freischalten. Aber für Caustic spart euch da wirklich diese Punkte, die ihr euch damit verdienen könnt. Ihr könnt es auch für Echtgeld kaufen. Ich habe das Ganze übrigens gemacht, um das Ganze mal auszutesten natürlich an Tag 1. Und es hat sich absolut nicht gelohnt. Also Caustic habe ich ein bisschen gespielt. Mir persönlich Caustic eigentlich nur in Häuserkämpfen gefallen. Und ja, selbst dann... Da war er jetzt nicht unbedingt so mega hilfreich, denn einmal seine Passive ist einfach nur die Nox Vision. Dadurch kann der Caustic durch seinen eigenen Rauch durchgucken, denn ihr könnt Nox Gasfallen noch platzieren als Taktikfähigkeit. Dort platziert ihr einfach Behälter mit Novagas und diese könnt ihr dann anschießen, beziehungsweise Gegner können dran vorbeilaufen und das Ganze wird dann aktiviert und die Passive ist einfach nur, dass ihr da durchgucken könnt. Und die ultimative Fähigkeit von Caustic ist das Nox Gas als Granate, dann könnt ihr ja einfach Gasgranaten werfen mit demselben Gas, was ihr auch in der Falle haben könnt. Das Gas macht auch an sich nicht so mega viel Schaden. Ich glaube, das ist gerade mal ein Vierer-Hit und ist halt auch nur wirklich hilfreich, wenn die Gegner nicht wirklich flüchten können. Von daher, Caustic auch verdientermaßen auf dem letzten Platz, würde ich auch sagen, ist die schlechteste Legende aktuell. Kann in wirklich engen Situationen dann doch schon ganz hilfreich sein. Damit könnt ihr auch eine Einzelaktion quasi starten. Aber das Problem ist halt nur mit Caustic, dass nur er selbst quasi nicht von seiner eigenen Fähigkeit betroffen ist. Beziehungsweise eure Teamkameraden können natürlich auch nicht durch den Rauch durchgucken. Heißt also, nur ihr könnt agieren und das ist jetzt nicht unbedingt der Sinn bei Apex Legends, dass ihr viel alleine macht, sondern es ist einfach ein Teamspiel. Jetzt kommen wir zum nächsten Platz und zwar Platz Nummer 7, wobei ich da ein bisschen verwundert war, dass der so niedrig gerankt wurde und zwar mit 4%, was 248 Stimmen sind, ist Gibraltar. Seine Passive ist einmal das Waffenschild, wodurch ihr beim Zielen ein Schild habt, was euch ein bisschen vor Beschuss einfach schützt. Eure Taktikfähigkeit ist dann die Schutzkuppel, was euch natürlich 15 Sekunden lang vor Gegnern schützen kann, vor gegnerischen Angriffen. Ihr könnt da nicht rausschießen aus dieser Kuppel, ihr könnt auch nicht reinschießen in diese Kuppel, aber Gegner können da einfach durchlaufen, ihr könnt da auch durchlaufen. Von daher ist das nur wirklich hilfreich, wenn ihr zum Beispiel einen Teammate wiederbeleben möchtet und die Gegner auf weite Distanz sind oder ich einfach nur für ein paar Sekunden kurz ein bisschen Schutz geben möchte. Dafür kann man das natürlich auch nutzen. Und seine ultimative Fähigkeit ist das Defensivbombardement. Das ist ein konzentrierter Mörserschlag auf eine markierte Position, die ihr werft. Und ich muss sagen, ich finde die Ulti von Gibraltar doch auch echt sehr stark. Daher bin ich auch recht verwundert, dass das Ganze nur auf Platz 7 gelandet ist. Könnt ihr aber reinschreiben, wie ihr das Ganze so seht. Aber Gibraltar von den beliebtesten Legenden nur auf dem 7. Platz. Weiter geht's mit dem 6. Platz. Da haben sich 10%, was 685 Leute sind, entschieden für Mirage, was einer der beiden Charaktere ist, die wir freikaufen können. Ich persönlich bin da schon recht verwundert, denn Mirage ist jetzt nicht so mega hilfreich, muss ich sagen. Es ist halt auch einfach nur eine Passive, dass wenn ihr down geht, ein Klon wegkrabbelt von euch und ihr unsichtbar seid. Das hält aber nur, ich glaube, für ungefähr 5 Sekunden. Von daher hilft euch die Passive eigentlich nur, dass ihr nicht sofort gefinisht werdet. Dann die Taktikfähigkeit, damit könnt ihr einen Klon erzeugen, der einfach nur geradeaus rennt und dann irgendwann stehen bleibt, um den Gegner zu verwirren. Und wenn der Gegner auf diesen Klon schießt, ist er für euch auf der Karte markiert, soweit ich weiß. Und die ultimative Fähigkeit, damit macht ihr ein paar mehr Köder und ihr seid dabei komplett unsichtbar. Ihr setzt also ein Team aus Klonen ein und ihr seid währenddessen unsichtbar, heißt also, ihr könnt eigentlich in Ruhe flüchten, beziehungsweise habt ein bisschen die Chance zu flüchten oder einfach den Gegner zu flankieren, das ist euch natürlich überlassen. Weiter geht's zum nächsten Platz, zum 5. Platz, ebenfalls mit 10%, allerdings ein paar mehr Stimmen und zwar 696, da haben wir den Pathfinder. Ich muss sagen, Pathfinder ist wirklich einer meiner Lieblingslegenden. Der Typ ist einfach mega geil drauf, macht die besten Sprüche und ist auch richtig geil einsetzbar.
Also es macht richtig viel Spaß, mit denen zu spielen. Seine Passive ist einmal das Insider-Wissen. Damit könnt ihr Satelliten auf der Karte hacken und seht somit schon die nächste Zone. Ihr seht ja ganz normal die nächste Zone in weiß markiert auf der Karte und in grün markiert habt ihr denn und euer gesamtes Team natürlich auch die darauffolgende Zone schon mal markiert. Das heißt, ihr könnt euch da schon mal theoretisch so platzieren, dass sie dort einfacher hinkommen. Muss aber auch sagen, der Pathfinder kommt auch sehr gut zur Geltung bei offensiven Aktionen und zwar die Taktikfähigkeit ist der Kletterhaken. Damit könnt ihr euch theoretisch an Gegner ranziehen, auf Gebäude raufgehen. Das heißt, ihr könnt theoretisch neue Wege finden, um den Gegner zu flankieren, um zu gucken, wo Gegner sind oder auch einfach um den Gegner anzugreifen, dass man zum Beispiel den Gegner schnell hinterherrennen möchte, man sich einfach an den Felsen ranschwingt und somit den Gegner relativ schnell einholen kann. Also Spieler, die den Kletterhaken wirklich meistern oder auf dem Weg dahinter sind, die haben ein unglaubliches Movement drauf in dem Game. Und so viel zu seiner Taktikfähigkeit, die auch, ich glaube, alle 12 Sekunden einsetzbar ist. Und dazu könnt ihr noch mit der Ulti, was übrigens eine relativ geringe Aufladezeit hat, noch eine Seilrutsche platzieren, dass das komplette Team nutzen kann. Die Seilrutsche steht auch das komplette Spiel über da. Das heißt, theoretisch können auch Gegner darauf gehen. Aber somit könnt ihr theoretisch dem Team helfen, euch schnell über die Karte zu bewegen und schnell zum nächsten Bereich zu kommen. Und dann geht es jetzt weiter mit dem vierten Platz. Da haben wir mit 15% 1062 Stimmen Lifeline. Lifeline ist die Kampfsanitäterin. Ich glaube, in jedem Team gibt es auch eine Lifeline mittlerweile. Einmal ihre Passive-Fähigkeit hört auf den Namen Kampfsanitäterin, belebt Teamkameraden unter dem Schutz eines Schildwalls schneller wieder. Heißt also, ihr habt so eine kleine Drohne, die euch einfach ein Schutzschild macht. Habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und dazu werden Heilobjekte noch 25% schneller eingesetzt. Dazu kommen wir dann zur Taktikfähigkeit, also auch eine Fähigkeit, die relativ häufig eingesetzt werden kann. Und zwar eine Drohne des Mitgefühls, so heißt sie. Damit könnt ihr euch und Verbündete komplett hochheilen, theoretisch. Aber diese Drohne des Mitgefühls macht euch nicht die Energie auf komplett nach oben, falls ihr komplett down sein solltet und mit mehreren Leuten an diese Drohne rangeht. Nur so zur Info, das heißt, da müsst ihr ein bisschen nochmal nachhelfen. Und jetzt nochmal zur ultimativen Fähigkeit von Lifeline. Und zwar haben wir da ein Care Package. Dieses Care Package, muss man sagen, hat die höchste Aufladezeit. Deswegen machen das viele Leute so, und das ist auch ein Tipp an euch, dass ihr einfach den Lifeline mit Ulti-Beschleunigern füttert. Denn aus diesem Care Package könnt ihr hochwertiges Defensivmaterial bekommen. Heißt Visiere, Rüstungen, Zellbatterien und, und. Aber natürlich gibt es dort keine Waffen drin. Dann geht es jetzt weiter zum dritten Platz. Und da haben wir ebenfalls mit 15%, allerdings mit 1076 Stimmen, Rafe. Raves Passive ist auch sehr, sehr interessant, was, glaube ich, viele nicht wissen, wie das genau funktioniert, was sie macht. Und zwar heißt es Stimmen aus dem Nichts. Die genaue Beschreibung heißt, eine Stimme warnt dich, wenn sich Gefahr nähert. Soweit du es beurteilen kannst, ist die Stimme auf deiner Seite. Das ist jetzt nicht viel aussagend, aber wenn Gegner auf euch zielen, bekommt ihr die Möglichkeit, Teammates zu warnen. Achtet da einfach mal drauf, wenn ihr Rafe spielt. Und zwar, wenn Gegner auf euch zielen, habt ihr einfach in der Mitte des Bildschirms so ganz kurz die Aktionstaste und dort könnt ihr dann Teammates warnen, also eure Teamkameraden warnen. Sehe ich bisher sehr, sehr selten, dass das die Leute richtig einsetzen. Und Rafe kann euch dazu auch noch vor Fallen warnen. Allerdings gibt es aktuell nur Caustic mit Fallen, von daher ist das Ganze ja noch nicht ganz so hilfreich, aber ich denke mal, in Zukunft gibt es da bestimmt noch weitere Sachen. Ansonsten wird es das Feature wahrscheinlich gar nicht erst geben. Auf jeden Fall achtet drauf, dass ihr die Passive auch richtig einsetzt, dass ihr immer darauf achtet, dass ihr Teammates warnen könnt. Dann kommen wir zur Taktikfähigkeit in die Leere, nennt sich das. Damit seid ihr für einen kurzen Moment unsichtbar, schneller und ihr könnt nicht angehittet werden. Das Ganze könnt ihr dazu einsetzen, um Gegner zu flankieren, allerdings auch, um zum Beispiel aus verschiedenen Situationen rauszukommen, wenn zum Beispiel die Gegner einen Bomb oder More werfen. Dass ihr einfach im richtigen Moment schnell diese Taktikfähigkeit aktiviert und dann da rausrennt aus diesen Raketen. Das ist zum Beispiel einfach eine Variante, die ihr nehmen könnt. Ihr könnt das auch nutzen, um euch zum Beispiel mit der Ulti zusammen noch ein bisschen den Vorteil zu verschaffen. Denn die Ulti ist ein Dimensionstor, damit könnt ihr zwei Portale setzen. Ihr könnt dann theoretisch das erste Portal setzen, dann die Taktikfähigkeit einsetzen, um schneller unterwegs zu sein, um auch unbemerkt an den Gegner vorbeizukommen und dann das zweite Portal setzen. Durch das Portal können allerdings auch Gegner durchkommen. Das könnt ihr einmal zum Locken nutzen. Allerdings kann es auch sein, dass die Gegner da durchrennen und euch dann noch so ein bisschen überraschen. Aber ein gut eingesetztes Portal, was unbemerkt platziert wird, kann euch einen riesen Vorteil verschaffen. So viel jetzt zu Rafe auf Platz 3. Platz Nummer 2, 19%, 1330 Stimmen, meine Lieblingslegende. Und zwar Bloodhound. Den spiele ich persönlich am liebsten. Einmal kommen wir zur Passive-Fähigkeit, da haben wir Fährtenleser, Enthülltspuren, die die Gegner hinterlassen haben. Damit könnt ihr teilweise auf Türen sehen oder am Boden sehen, wann hier ein Gegner zuletzt durchgelaufen ist. Das Ganze geht bis zu einer Minute und ihr könnt auch sehen, wo halt die Gegner gelaufen sind. Allerdings ist das jetzt nicht, dass jeder Schritt da angezeigt wird, sondern ihr müsst dann halt teilweise halt echt noch links, rechts gucken, wo er jetzt genau lang gelaufen ist. Das weiß man ja manchmal nicht.
Man sieht, wenn er über Geländer rübergesprungen ist, dass dort einer rübergesprungen ist. Man sieht, wo jemand ausgeblutet ist. Und man kann das Ganze sogar mit einem Scharfschützengewehr vereinen, dass man auf längere Distanz auf den Boden theoretisch guckt und dann sieht, dass dort ein Gegner langgelaufen ist. Ihr seht die Fährten auch übrigens nur, wenn ihr auch wirklich auf den Boden guckt und nicht, wenn ihr jetzt einfach ganz normal nach oben guckt und dann wird jetzt auf einmal angezeigt, dass da jetzt ein Gegner langgelaufen ist, sondern ihr müsst halt schon wirklich in Richtung Boden gucken. Ihr merkt auch schon von mir, ich kann hier ein bisschen mehr reden von der Legende als bei den anderen, weil ich den hier einfach mit am meisten spiele. Dann kommen wir zur Taktikfähigkeit, und zwar Auge des Allvaters enthüllt kurzzeitig Gegner, Fallen und Spuren in allen Strukturen vor dir. Das heißt einfach, ihr macht so eine Art Kraftfeld, so sieht's aus, so ein orangenes Kraftfeld. Und in dem kleinen Bereich davon seht ihr dann, wo Gegner sind in dem Moment. Ihr seht nicht, wie sich die Gegner bewegen, es ist nur so eine Art Momentaufnahme. Und ja, da habt ihr für einen kurzen Zeitraum, wisst ihr dann, wo Gegner sind, wo Fallen sind, wo ja irgendwas platziert wurde. Und das Ganze müsst ihr auch schlau einsetzen, denn die Gegner können auch sehen, wenn ihr das Ganze aktiviert, weil dieser orangene Ball sozusagen vor euch, der ist nicht gerade unauffällig, wenn ihr in der Nähe von Gegnern seid oder auf freier Fläche seid. Und da passt auf, wie ihr das Ganze einsetzt. Dann kommen wir zur Herderjagd, die ultimative Fähigkeit. Schärft deine Sinne, dadurch kannst du dich schneller bewegen und deine Beute markieren. Damit seid ihr ja zu einem schneller unterwegs. Das Ganze ist dann in schwarz-weiß. Das Sichtfeld ändert sich auch ein bisschen und die Gegner sind dann rot markiert und auch die Spuren der Gegner. Heißt, ihr könnt sehen, wo die Gegner langgelaufen sind. Und somit seht ihr dann die Gegner wirklich sofort. Damit kann man sehr gute Pushes machen, sehr gut die Gegner flankieren, auch dem Team immer Bescheid sagen, wo die Gegner sind. Und soweit zu der ultimativen Fähigkeit. Jetzt habt ihr gemerkt, da fehlt ja noch eine, und zwar Bangalore. Passt ganz gut, denn die Ulti-Fähigkeit von Bloodhound, der ja jetzt auf Platz 2 war, kann man super mit der Taktikfähigkeit von Bangalore verbinden, die auf Platz 1 steht mit 24% 1685 Stimmen. Einmal ihre Passive-Fähigkeit ist der Laufschritt. Das heißt, wenn du während des Sprintes beschossen wirst, läufst du einfach noch schneller, und zwar für einen kurzen Zeitraum nur. Das ist einfach super, um natürlich zu flüchten. Ihr merkt, dass sehr, sehr viele Fähigkeiten sind hier aufs Flüchten ausgelegt. Bei ihr ist es an sich ganz gut. Du kannst immer sehr schnell flüchten mit der Passive-Fähigkeit. Dann hast du noch die Taktikfähigkeit, den Rauchwerfer. Damit kannst du halt einfach Rauchgranaten schießen. Ich glaube, da kommen pro Schuss 3 kleine Rauchgranaten raus. Das kann man super verbinden mit der ultimativen Fähigkeit vom Bloodhound, dass theoretisch der Bloodhound in den Rauch reingeht oder wenn die Gegner im Rauch sind, die einfach easy im Rauch sehen kann durch die ultimative Fähigkeit und dort auch hinrennen kann. Absolut geil zu kombinieren, also ich empfehle euch das wirklich nur, Bangalore und Bloodhound in einem Team zu haben. Und dann kommen wir mal zu Donnergrollen, also die ultimative Fähigkeit ist ein Artillerieschlag, der ja langsam über die Map kommt. Du siehst erst einmal, wo Raketen aufprallen. Dann haben theoretisch die Gegner noch Zeit wegzulaufen und nach kurzer Zeit explodieren diese dann. Aber ihr habt an sich noch genug Zeit, um euch einigermaßen in Sicherheit zu begeben. Ihr werdet auch gewarnt, also die Gegner werden auch gewarnt, wenn über euch so ein Artillerieschlag ankommt. Also kann man das Ganze auch eher nur einsetzen, wenn die Gegner nicht allzu viel Deckung haben. Und das wär's dann jetzt auch schon von der Top 8, also von allen Legenden, die es im Spiel gibt, nach Beliebtheit geordnet. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, wie ihr die ganze Liste hier fandet. Ihr könnt mir auch gerne eure Top-Legenden in die Kommentare schreiben, mal gerne euer Ranking. Und ich werde bald auch mal ein Ranking machen nach Stärke sowie einzelne Legenden-Guides. Ich würde mal sagen, Leute, das war's jetzt von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns hier demnächst wieder. Haut rein. Tschüssi.